Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land. So, also ich würde sagen, die Plattform, die ist mal sowas von voll. Da haben wir 11 Paletten drauf. 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18. Mal gucken. 18, 19, 20, 21 Paletten. A 1700. Das ist doch schon mal ganz gut. Jetzt gucke ich gerade noch mal, ob ich Leerpaletten noch irgendwas habe. Nicht wirklich. Bretterpaletten ist auch leer. Folge war ohne, hallo? Hallo. Hi. Du, wo bleibt das Geld? Habe ich doch schon längst überwiesen. Von vorgestern. Vorgestern? Check ich gleich. Aber trotzdem kommt noch was dazu. Warum? Du hast du hast Wasser gekauft. Ja. 12.800. Einmal noch bitte. Ja, wie schaut's denn aus mit Kohle? Braucht ihr da mal wieder was? Ja, da brauchen wir was wieder. Bin ich gerade am Abschnappen. Jo, 21 Paletten habe ich vorrätig. Jo. Gut, was hast du jetzt gesagt? 12? 1800. Ah, ja. Gut. Oh, passt. Gut. Melde ich dann einfach. Die zwei Plattformen sind hier. Könnt ihr einfach dann Dingsen hier abholen. Jo. Jo, dann bis dann. Bis dann, ciao. Ciao. Jo, was los? Moin. Wo kommen die hin? Da vorne neben die Paletten, neben die Bretterpaletten. Jo, das sind 5 Stück A 4000 Liter, ne? Mhm, du wolltest mir noch einen Preis sagen. Gib dir gleich Bescheid. Ja, bevor du abstellst. Warte. Sonst zahle ich nämlich nichts. Ja, schon wieder am Telefonieren. Ja. 4000. Was? 4000 für alle 5. Ah, für alle 5. Macht 800 pro. Ja. Ist okay. Gut. Alter, die Woche ne? Ziehen alle mir das Geld aus der Tasche, ey. Jo, danke. Also die 2000 fehlen aber auch noch, ne? Von Klaas. Ah, stimmt. Waren aber 1800. Ja, manche. Dann gut ist die Linken, ne? Tschüssi. Ebenso, ciao. Alter. Was wir diese Woche schon an Geld ausgegeben haben, das gibt's ja gar nicht. Okay. Ich brauche unbedingt einen Wald. Aber ich weiß nicht, wie ich einen Wald kriegen soll ohne Geld. Hier ist auch so ein Punkt, wo ich mir dann denke, soll ich nicht einfach die ganze Kacke in Anführungszeichen hier im Wald Nagel hängen? Und auch nur noch stinknormaler Bauer sein.
Oder mir zumindest, weißt, sagen, ich behalte die. Ich behalte die Metzgerei und die Dingens da. Die Metzgerei und die da fehlen noch Hackschnitzel, ey. Ich komme gerade wieder gar nicht mehr hinterher mit meinen Aufgaben. Irgendwo müsste auch noch ein Anhänger rumstehen für die Hackschnitzel. Mal nachfragen, was die machen. Klingelingeling. Jo. Ja, Folge hier, servus. Ja, moin. Wie läuft's? Was macht ihr? Ja, ich bin am Sehen. Und der andere? Ich. Der hat Kopfschmerzen. Mir hatte mein Opa gerade eine E-Mail geschickt, ich muss schnell zu ihm kommen. Okay. Den ist gerade nicht so brillant. Jo, dann bis die Tage. Jo. Ciao. 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 Jo. So. Was machen wir denn nun? Also ich bin ganz ehrlich. Wir kalkulieren mal. Wenn ich jetzt tatsächlich das hier verkaufen würde, wären 70, 135, 135, 155, 157, 177.000. Hackschnitzel würde ich behalten. 177.000. Also für 300.000 würde ich alles verkaufen. So, jetzt muss ich nämlich gerade mal gucken. Wir haben noch 530.000 circa Kredit offen. Ich könnte den Drescher abbezahlen. Bleiben 170.000. Oder aber ich behalte nur Karton und den Metzger. Wäre auch eine Option. Ich finde es ja gut, dass Jürgen hier auch immer die Fahrzeuge putzt. Jo. Werde ich mir überlegen müssen. Was heißt müssen? Müssen nicht. Aber ich werde es mir überlegen. Weil es macht halt, es ist halt ein Haufen Arbeit. Dich da nicht, ach so, das. Ach, ist da Unkraut drauf schon wieder, ey.
Wobei die Holzkohle halt schon lukrativ ist. Warte mal. Ja doch, macht schon Sinn. Ich sollte hier schon Tiefen lockern. So, ich mache das jetzt mal hier kurz ein bisschen so. Also ich muss mir überlegen, wie ich vorankomme. Weil die ganze Sägewerk-Geschichte bringt halt doch auch gut Geld, ne? Ich glaube, so alles in allem haben wir schon Gewinn gemacht. Also ich glaube, die Produktionen sind schon bezahlt. Gut, liebe Leute. Aber wie es da weitergeht, das erfahrt ihr in den nächsten Tagen. Ich bedanke mich bei euch erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Vergesst liken und abonnieren nicht. Kommentieren, wenn ihr Bock habt. Und bis dann. Tschüss.